Meine Damen und Herren, die goldene Kamera in der Kategorie beste deutsche Schauspielerin geht an Petra Schmidt-Schaller. Leider kann Petra Schmidt-Schaller heute Abend nicht hier sein, weil sie auch mit 40 Grad da niederliegt. Ich vermute mal, sie hat auf der Berlinale zu viel mit Heino Ferch geknutscht. Aber ihr Papa ist da, Andreas Schmidt-Schaller, und den würde ich jetzt gerne auf die Bühne bitten. Hallo. Bitte schön. Also ich bin jetzt genauso aufgeregt wie Petra, wenn sie hier stehen würde. Und das Verrückte ist, ich erinnere mich sofort an einen Tag, als ich sie vom Flughafen abholte in Tegel. Sie hat ja Schauspielereltern und wir haben alles versucht, dass sie möglicherweise vielleicht doch lieber Medizin studiert oder Jura. Aber sie war ein Jahr in Amerika, kommt zurück und sagt zu mir als ersten Satz: Ey Papa, das ist klar, wa? Ich werde jetzt Schauspielerin. Und sie ist eine wunderbare Schauspielerin geworden und ich bin stolz, und das ist das größte Geschenk für ihre Mutter, die morgen Geburtstag hat. Aber Petra hat mir natürlich den Auftrag gegeben, was zu sagen. Ich hoffe, ich schaffe das in 2 Minuten. Ich stand vor ein paar Tagen mit meinem Spielsohn am Set und er fragte mich, wer dürfe hier am Set nie fehlen? Ich überlegte. Wir alle, war meine Antwort. Er guckte mich verschmitzt an und sagte, die Kamera. Die Kamera, klar, wer sonst? Und ich darf sie jetzt in klein und gülden mit nach Hause nehmen. Ein tiefer Dank dafür geht an 2 Menschen in meinem Leben, meine Tochter und meinen Mann. Ich danke auch unseren beiden Familien für ihre Unterstützung und meiner Agentin für all ihre Arbeit und Ausdauer. Ebenso einen großen Dank der Jury, den beiden Regisseuren Martin Enlen und Alexander Dierbach. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Daraufhin bin ich noch mal hingewiesen worden. Nicht Dürbach, sondern Dierbach. Sowie dem Hessischen Rundfunk, ganz besonders Liane Jessen. Und der Ariane Krampe Filmproduktion. Und sehr am Herzen liegt mir der Dank an die jeweiligen Teams. Entschuldigung, ich bin angesteckt. Gäbe es die Menschen vor und hinter der Kamera nicht, wäre dies eben auch überflüssig. In der heutigen Zeit ist sie aber alles andere als das. Sie ist überall, sie sieht und erzählt alles, wir erzählen alles. Auf der Leinwand, im Fernsehen, im Netz, in den sozialen Medien. Und das, was wir erzählen, beeinflusst andere. Und das, was wir sehen, beeinflusst uns. Ob wir morgen Mauern bauen oder uns in einem Dialog befinden, es liegt in unseren Händen. Vielen Dank.